Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MWR. Ich wollte schon sagen MWR Remastered, da hinten war einer. Scheiße. Ja, wir spielen mit der Sniper, weil die Map ist Pipeline. Geil. Und das ist eine richtig gute Sniper-Map an manchen Stellen und auch eine sehr, sehr schöne Map. Ich mag die Map wirklich sehr. Und ich habe hier auch die geile Tarnung von der Winter Clash-Map. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, hat Modern Warfare Remastered, falls es nicht schon im normalen Modern Warfare gab, diese Tarnung. Aber ich denke jetzt mal nicht. Was? Wo waren die? Ich habe den Null gesehen, aber wirklich so gar nicht. Ich finde. Was waren das? Was waren das? Ein totes irgendwas. Da hat Modern Warfare echt. Also. Das war richtig schlecht. Da hat Modern Warfare Remastered so mal was richtig Geiles gemacht. Und zwar einfach mal Tarnungen, die man bekommt, wenn man eine Map spielt. Das finde ich geil, die Idee. Scheiße, das war richtig dumm von mir. Weil. Das gab es vorher noch nicht. Und man wird mal belohnt, eine Map auch teilweise zu wählen, die auf die man zwar keinen Bock hat, aber wo man dann halt. Und jetzt geh doch mal drauf! Gott, ihr seht, wie schlecht ich bin. Ihr seht das einfach. Ihr braucht gar nicht schreiben. Da hat er dann versucht. Ich krieg echt das Kotzen, ey. Egal, wie schlecht das Gameplay wird. Ich bleib bei der Sniper und bei der Pistole natürlich, wenn's im Kloster. Der war doch wohl getroffen. Also ganz ehrlich, wenn ich manche Abschusskameras sehe, ja? Ganz ehrlich, wenn ich manche Abschusskameras sehe, ich wiederhole mich sehr gerne, dann. Keine Ahnung, kriege ich die Krätze, wenn die auf einmal einen Headshot machen und die 5 Meter vom Ziel entfernt sind. Mit der Sniper natürlich und ich bin tot. Nee, doch nicht. Cool. Da kriege ich einfach. Ich will hier bitte raus. Dann geh doch mal. Es ist. Stirb, Heli! Du stirbst jetzt. Okay, ich sterbe. Alles, alles. Okay. Okay, angenommen. Mir bekommen, weil ich meine Sniper ausgepackt habe, mit der ich eh nichts treffe. Ah ja. Der Respekt hat er noch. Schade. Das wäre jetzt geil gewesen. Das war geil gewesen. Oh, ich muss den Gegner blenden, damit ich was treffe. Der hat mich nicht mal gekillt. Ist das asozial. Oh, ich meine, klar, die Taktik ist nicht blöd. Die Taktik ist ja auch bekannt. Aber der kommt da schon 5 Meter an mir ran, ja. Und dann will er mich noch blenden und dann den Kill abzusnacken. Hat er ein Glück nicht bekommen, der Arsch. Da hinten ist einer. Alter, ich drücke viel zu früh ab. Was ist los mit mir? Das war krass. Feindliche Drohne. Ja, toll, jetzt. Boah, kletter doch hoch, du Arsch. Ey, weißt du, wie viele Patronen der gerade gefressen hat? Warum habe ich einen Schalldämpfer drauf? Ich bin verwirrt, wo kam der jetzt her? Von wo man der auch kommt, ich mach den jetzt platt. Wo ist er? Die Map in Suchen zerstören ist bestimmt geil. Das würde bestimmt richtig Spaß machen. Da hinten ist, glaube ich, einer. Oh, da liegt einer. Ey, da lag noch einer. Das gibt's ja gar nicht. Der ist weg, glaube ich. Scheiße. Erkunden wir die Map. Okay, erkunden beendet. Ja, also ganz ehrlich, Sniper ist echt so gar nicht meins. Ich verfluche Sniper, ganz ehrlich. Ich komme damit nicht klar.
flup, flup, flup. Ein Kill. Autsch. Das tut weh. Aber okay, ich trink mal was. Sonst sterbe ich jetzt hier gleich. So, let's go. Ab in so ein Zerstören. Mal gucken. Ich nehme auf keinen Fall einen Sniper, wenn eine Map kommt, die... Es ist eine Sniper-Map. Scheiße, ich muss Sniper nehmen. Also ich muss nicht, aber ich mach's mal. Ne? Wir bleiben treu. Außerdem haben wir eine gute Tarnung dafür. Die ist grün, genau wie Overgrown. Übrigens eine sehr, sehr geile Map. Also Overgrown mag ich echt verdammt gerne. Ja, jetzt müsste es nur mal losgehen. Ich bin gespannt, wie wir joinen. In welcher Rundenanzahl. Oh, 1-1. Das trifft sich ja gut. Das passt. Wir haben schon wieder einen mit dieser grünen Hand. Ist das irgendein Event gewesen oder warum hat das jetzt jeder? Das sieht geil aus. Ah, das kenne ich. Das hat meine Frau auch. Das müsste man sich ziehen beispielsweise. Okay, der hat mit Raketenwerfer einfach mal eiskalt den weggefickt. Ja, mit Raketenwerfer ist schon hart asozial. Der hat getroffen und gekillt. Und ich voll mit der Sniper den einen Typen nicht, oder was? Es ist teilweise so unlogisch einfach. Einer muss die Bombe nehmen, dann nehme ich sie halt. Ich gehe mal gerne zu B. Ich habe bei B immer gesaved. Ja, mach du mal. Ich weiß nicht, als Sniper sollte eigentlich nicht die Bombe haben, aber ist mir jetzt egal. Ich mach das jetzt einfach mal. Komm her. Letzter Kämpfer? Wir haben diese Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Oh Mann, ich lasse das Sniper lieber. Oh. Autsch, voll in die Klöten. Ah. Das muss so unendlich wehtun. Nein, wir nehmen eine andere Klasse. Wir nehmen jetzt eine Weitschusswaffe. Jawohl, komm. Ich will auch ein bisschen Waffenauswahl hier zeigen. Ist ja klar. Ich bleib erstmal ein bisschen hier hinter. Ich hoffe, ich habe eine Rauch. Ich glaube nicht. Ah, wir sind durchgekommen. Das ist gut. Das heißt, AK wird kommen. G36C. Auch einer meiner Lieblings... Fickt euch alle. Waffen wird kommen, die P90, alles mögliche halt. Nur halt nicht jedes Sniper, glaube ich. Weil ich halt Sniper einfach nicht kann. Ich bin schon wieder der Letzte! Das geht doch gar nicht! Wo ist der? Ah! Ich muss mich heilen. Scheiße. Der wäre jetzt tot. Jo, das war die Folge. Nicht mal 10 Minuten. Aber wie schnell die alle down waren. Was war denn das für ein Team, ey? Ach, wir waren nur noch zu dritt. Wow. Weil die anderen sich denken, oh, ich muss leaven. Okay, gut. Der eine hier ist beispielsweise ein Mini-Clan. Die haben zusammengespielt, aber das... ein Kill nur. Einen einzigen Kill. Und das war der gerade in der letzten Runde. Naja. Immerhin Level 28, das heißt eine neue Waffe. Oh, tatsächlich, geil. Die kann ich ja mal in der nächsten Runde zeigen. Premiere auch für mich. Nicht mal ein Token. Autsch. Ja, gut. Eine Folge nehme ich noch auf und danach, so, ich ändere natürlich meinen Slot hier. Ich habe keine andere Waffe gespielt bei den MPs, wirklich nur die vorher. Und auch bei den Sturmgewehren nur die, die nur ganz kurz und nicht mal die oder die G3. Die kriege ich mit Level 37. Alter, scheiße. Und die P90 mit Level 40. Hart. Aber ich nehme jetzt mal die geile Waffe hier. Ja, kommen wir mal die Tarnung so.
Ah, komm, bleibt so. Oder mit der AK, Spezialverkauf, Martyrium, ja, komm. Kann so bleiben. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von... Was ist denn hier jetzt? Oh, wow. Oh, wow, okay. In der nächsten Folge von MWR, da werden wir hoffentlich dann wieder eine Kiste öffnen können. Bis dann, haut rein und ciao.